du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und zwar zeige ich euch heute mal ein paar Medipack-Fundorte. Und zwar, das ist der Turm. Hier ist der Busbahnhof. Ja, ist halt bei der Mission, wo man die Batterien holen muss, ist mir das aufgefallen, dass man da ganz gut Medipacks holen kann und eine Pistole, eine 9mm Pistole. Ne? Am besten hier geht's so wie ich vom Dach her, weil da sind nämlich die komischen Spucker dort, wie man sehen kann. Die kleinen Dreckviecher. Ne? Die sind so hässlich, ey. Also sowas kann echt nur eine Mutter lieben, wenn überhaupt. Ne? Ja? Den einen habe ich natürlich ganz gekonnt hier so. Bam! So aller, wie heißt der, Chuck Norris-Style runtergekickt, ne? Ja. Aber ist halt ziemlich viel was los auf dem Busbahnhof, also müsst ihr so ein bisschen aufpassen, obwohl die Ecken, wo jetzt hier die Autos stehen, ja, sind eigentlich recht ungeschützt. Das heißt, was heißt ungeschützt? Sind recht geschützt. Da kommt eigentlich fast überhaupt kein Zombie hin. Und ihr seht, die Türen, die gehen eigentlich auch recht einfach auf. Ja, ich habe mich da jetzt ein bisschen dumm angestellt. Und was finden wir da? Tada! Zwei Medipacks! Ja, dann rennen wir gleich weiter zum nächsten Wagen. Machen den jetzt auch nochmal auf. Und, ja, ich glaube, da war ein Medipack drin, oder? Und wir schauen nochmal. Tada! Ja, eins, ne? So, dann habe ich mir gedacht, ich knack mal hier ein Auto. Das war ein bisschen, naja, ein bisschen knifflig. Kann man jetzt so sagen, ne? Oder? Ne, es ging. Es ging, ne? Und was haben wir da ein bisschen gefunden? Ich glaube, Money in Portemonnaie. Ne? Ja. Und dann habe ich mich natürlich nochmal da dran gewagt. Sehr schwer. Also ich finde auch sehr schwer, ist echt auch sehr schwer zu knacken. Deswegen also... Ja. Wie man sieht, sind ein paar Dietrische abgebrochen. Ne? Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich überhaupt so viel Geduld hatte, das Ding aufzumachen. Weil das ist schon ziemlich heftig. Ne? Ja, komm, du packst das schon. Ja, komm. Oh, noch ein bisschen. Auf. Oh, jetzt wirst du doch das Scheißding nochmal aufkriegen, oder? Komm schon. Ja, komm. Und aber ihr seht mal, ich habe Durchhaltevermögen, ich gebe da nicht so schnell auf, ne? Und zack, ist es auf. Und was finden wir? Eine Pistole, kostenlos natürlich, ne? Im richtigen Spiel kostet die ja richtig Geld, das geht ja nicht, ne? Nee. So, jetzt, das war ja irgendwie, will ich jetzt nicht sagen, ein Fehler oder so, aber das Auto habe ich echt nicht aufgekriegt, ne? Also, ich meine, wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch keinen Bock mehr, da jetzt die ganze Zeit das jetzt so rumzuprobieren oder so. Das war mir dann einfach ein bisschen viel. Das mache ich vielleicht demnächst irgendwann mal auf, ne? Ja. Also wie gesagt, das war der Busbahnhof und jetzt kommt gleich nochmal eine Stelle. Das, so, hier, da wo ich jetzt gerade bin. Das ist so eine Art Supermarkt, ist das. Ja. Klettert ihr ein bisschen über den Zaun. Da geht es eigentlich auch ganz gut, die Teile zu finden. Wie man sieht, die Tür aufzumachen, einfach. Ja. Da kann man auch nochmal. Na komm, geh auf. Na komm. Jawohl. Da kann man auch nochmal Medipacks finden. Eins. Und hier kann man eigentlich immer wieder Medipacks finden, weil die, wenn man sich stirbt, füllen die sich wieder auf. Ja. Wie das jetzt bei dem anderen, bei dem Busbahnhof war, weiß ich nicht mehr. Das war jetzt natürlich ein Fehler, was ich gemacht habe. Den solltet ihr nicht machen. Weil da jetzt natürlich wieder die ganzen fiesen Zombies kommen. Die nur so schön auf euch zurennen und ja. Das war eine Kackidee, wie man sehen kann. Naja, schon mein Fehler macht jeder mal. Ne? Ja, da kommen sie schon. Ne? Die Penner. Ja, müsst ihr euch noch mal ein bisschen ansehen. Ne? Aber gibt ja noch mal ein bisschen Action.
Ihr wisst ja, ich liebe es, wenn Blut spritzt. Kommt sogar einer aus dem Kanaldeck, ey. Was ist denn hier los, ne? Wo die sich überall verstecken? Das ist schon hart, ne? Na komm, die eine Tussi mal. Die ist so richtig ätzend, ne? Wie sie immer so rumspinnt, ne? Ah, totgetreten, zart. Ja, du spritzt das Blut richtig raus. Verdammt nochmal. Ja gut, durchsuchen musste ich es natürlich auch nochmal, weil das bisschen Beute durfte ich mir ja nicht entgehen lassen, ne? So, jetzt das letzte Auto. Da sind, glaube ich, 2 Medipacks drin und dann war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat ein bisschen geholfen. Also, dann macht's mal gut, ne? Bis zum nächsten Video und viel Spaß dann noch. Ciao.